So, einen wunderschönen guten Nachmittag, fast schon guten Abend hier mal ausnahmsweise wirklich erst um fast 17.30 Uhr. Wie spät haben wir es jetzt? 17.20 Uhr. Wir haben den 13.02.2024. DAX Long oder Short, beziehungsweise mal eine kurze Zusammenfassung dessen, was jetzt gerade passiert ist. Wir hatten die CPIs aus den USA bekommen. Sie sind statt bei 2,9 wie erwartet erneut höher ausgefallen, 3,1. Die Märkte haben nach unten abgegeben. Der Euro-US-Dollar ebenfalls nach unten. Wir werden mal ein wenig drauf schauen und mal kurz ein wenig zusammenfassen, was jetzt gerade dort passiert ist. Der ein oder andere, der sich da vielleicht wundert, warum jetzt irgendwie am Morgen kein DAX Long oder Short stattfindet. Ich bin ja gerade im Urlaub, werde euch auch gleich mal zeigen, wo ich jetzt hier gerade sitze und wo ich gerade bin. Und dann werden wir natürlich mal eine kleine Zusammenfassung machen und natürlich auch mal über die Charts rüberfliegen. Bevor wir das tun, wie gewohnt an der Stelle erstmal ganz kurz der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere und gegebenenfalls vortrade, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationskwelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Wenn ihr weitere Fragen zu Trading oder aber auch natürlich zum Broker JFD habt, dann wie gewohnt auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zu Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. So, und dann switchen wir mal rauf. Erstmal ganz kurz, da seht ihr meine Streaming-Software jetzt gleich. Die muss ich erstmal wegklicken und dann zeige ich euch auch gerne mal gerade ganz kurz, wo ich gerade bin. Ich bin gerade in Norwegen an der Ostküste in Stavanger und so sieht's aus heute, wo wir ein wenig spazieren waren von unserem Kreuzfahrtschiff der AIDA Nova. Mal kurz runter, haben sie von hinten fotografiert, liegen hier in einem kleinen Örtchen, wirklich sehr idyllisch. Und ich sitze, ich weiß nicht, ob ihr meine Maus jetzt seht, gerade hier oben, da oben sitze ich gerade, 15. Etage, nach hinten rausguckend und mache für euch ein DAX Long oder Short Video. Es ist ja kein Livestream, sondern es wird als Video hochgeladen, das funktioniert ganz gut. Ich habe hier das Internet von Elon Musk gebucht, Starlink, und darüber funktioniert das ganz gut, dann zumindest Videos hochzuladen. Gehen wir mal rauf auf die Wirtschaftskennzahlen, vielleicht nehmen wir ganz kurz nochmal auf den Webinare und Eventkalender. Also die Live-Trading-Räume finden ja statt mit dem lieben Andreas, der wird jetzt auch schon sehr, sehr fleißig heute Morgen für euch online gewesen sein um 10 Uhr. Wie gesagt, die DAX Long- oder Short-Videos werden nicht wie geplant. Ich hatte überlegt, ich wollte schauen, dass ich es für euch jeden Tag hochlade, aber ich werde dann wahrscheinlich morgen Nachmittag erneut nochmal ein Video hochladen, denn wir werden ja nochmals morgen Wirtschaftskennzahlen bekommen, dann am Donnerstag auch wieder und werde natürlich mal so ein wenig schauen, da die Märkte jetzt doch ein bisschen volatiler geworden sind, dass ich euch da dann nochmal ein Update gebe zu den Zahlen. Wir gehen auf die Zahlen drauf, schauen mal rauf. Dienstag, 13. Februar, das ist der heutige Tag. 14.30 Uhr kamen sie heraus, die CPIs, und hier steht die Zahl 2,9 Erwartungen zu 3,1. Von zuvor 3,4, also es geht runter, aber nicht so wie erwartet. Es steht keine 2 vorm Komma, sondern immer noch eine 3. Und das ist ja das, was Jerome Powell auch gesagt hat, dass eben es durchaus schwierig wird, jetzt dort so den letzten Prozentpunkt rauszuquetschen und die Inflation nach unten zu bekommen. Was da jetzt bedeutete, dass dann eben auch die Fed Fund Futures, also die Erwartungen, wie sich die Zinsen in den nächsten Monaten entwickeln könnten, doch durchaus weiterhin nach rechts wanderten. Ich bin jetzt hier mal im Mai. Der März ist nämlich so, da können wir auch nochmal ganz kurz drauf schauen, dass jetzt wirklich fast schon gar nicht mehr erwartet wird, dass im März die Zinsen senken. Da war die prozentuale Zahl zumindest noch immer ein Stück weit höher. Allerdings hatte ja Jerome Powell relativ klar dann eben auch angedeutet, dass im März da noch nichts passieren wird bezüglich der Zinssenkung. Im Mai wird es jetzt ja fast auch schon unwahrscheinlicher. Aber es ist zumindest noch mit 35,2% erwartet, dass die Zinsen einen Schritt nach unten kommen. 62,1% allerdings aktuell, dass sie auch im Mai noch auf diesem Niveau bleiben. Und ich hatte ja auch von meiner Seite schon so ein bisschen die Erwartungen mal, ich glaube an der Trading-Wochenanalyse am Wochenende, erwähnt, dass ich selbst auch gar nicht davon ausgehe, dass im Mai da irgendwas passiert, sondern dass sich das dann gegebenenfalls in Richtung Juni zieht. Allerdings 2 bis 3 Zinssenkungen sollen ja dieses Jahr kommen und die müssen natürlich dann auch irgendwann umgesetzt werden. Und dann haben wir ja mit dem Juni, Juli, September, November und Dezember im Endeffekt nur noch 5 Termine. Ich glaube auch nicht, dass sie eben wirklich aneinander gereiht dann wirklich die Zinsen senken, sondern dass es auch dort zwischendurch sicherlich nochmal eine Pause geben wird. Also da lassen wir uns überraschen. Tendenz nach rechts, Tendenz Aktienmärkte nach unten. Das ist das, was jetzt ja auch die Logik dahinter ist, wenn die Inflation eben nicht ganz so fällt, wie es der Markt erwartet. Schauen wir vielleicht nochmal auf die nächsten Tage. Also Inflation jetzt erstmal nicht wie erwartet, auch durch die Reihe weg. Die Core-CPIs und die CPIs, alle sind hier nach oben laufend. Schauen wir in Richtung Mittwoch. Da kommt dann nicht ganz so viel, aber wir werden für Großbritannien, da seht ihr jetzt hier eben Zahlen bekommen. Schauen wir in Richtung Donnerstag, da werden wir Core Retail Sales, Empire State Manufacturing Index bekommen. Das ist dann eben auch nochmal wichtig. Und da sehe ich gerade, ich dachte, morgen kommen die Zahlen. Nein, dann will ich Donnerstag mir natürlich nochmal melden, dann eben nach den Zahlen und diese dann mit euch nochmal auszuwerten. Und in Richtung Freitag geht es dann die PPIs. Die sind wiederum auch wichtig
für die inflationäre Entwicklung. Ihr wisst, die Produzentenpreise sind ja so ein bisschen so die Vorläufer von den CPIs und von daher wird der Markt durchaus da auch nochmal drauf schauen. Wenn die ebenfalls eher nach oben laufen als nach unten laufen, würde es natürlich die Abwärtsseite ein wenig beschleunigen. Und wenn diese allerdings wieder das Ganze so ein bisschen zumindest relativieren, könnte sich natürlich dann die Abwärtstendenz, welche vielleicht morgen auch nochmal ein Stück weit weitergeht, dann auch schon wieder in Richtung Norden drehen und entsprechend vielleicht sogar schon wieder die ein oder andere Long-Möglichkeit mit sich bringen. Wobei das Ganze können wir ja dann auch schon durchaus wieder am kommenden Wochenende mit der Trading-Wochenanalyse auswerten. Und nächste Woche bin ich ja dann auch wieder wie gewohnt im Office, im Büro und werde natürlich auch wie gewohnt früh um 7 wieder für euch online sein in Form des DAX Long oder Shorts, 39 Devisenradar und 15 Uhr dann auch die US-Opening-Bell. Ich freue mich schon so ein bisschen drauf, fehlt so ein bisschen was, wenn ich mit euch hier nicht online gehen kann. Wir gehen ganz kurz mal ein wenig über die Headlines drüber. Was eines, was auffällt, wenn ich jetzt mal so ein wenig mir selbst ein Update verschafft habe, ist natürlich die Inflation. Die steht jetzt hier erstmal überall ganz weit oben, die US-Inflation, das, was wir jetzt schon besprochen haben. Wenn wir dann eben allerdings so ein bisschen weiter scrollen, unter anderem, Moment, da habe ich jetzt das Ganze mal eröffnet, das war jetzt hier die CPIs, das will ich mit euch gar nicht weiter anschauen, sondern das Ganze hier, dass eben mehr und mehr aus dem ein oder anderen NATO-Staat, zu der, also die alle quasi zur Grenze zu Russland stationiert sind, stehen, ja, dass jetzt mehr und mehr kommt, dass Russland durchaus eben Militärschlag in Richtung NATO vorbereitet. Und das ist natürlich etwas, was so erstmal meine ich noch nicht ganz am Markt angekommen ist, aber wenn das da so käme, wäre es definitiv etwas Negatives und wir hoffen mal, dass es nicht in diese Richtung geht, denn wenn natürlich die NATO angegriffen wird, dann ist die NATO auch mehr oder weniger verpflichtet, gegenzuhalten und das ist etwas, glaube ich, was wir nicht wollen, dass wir hier quasi, ja, ziemlich nah bei uns dran an Deutschland irgendwie dann doch mehr und mehr einen Krieg bekommen. Da hoffen wir, dass das nicht passiert, aber wir hatten ich glaube Schweden oder irgendwie, welche, glaube ich, irgendein anderes Land hat es ja auch schon kürzlich mal erwähnt, dass das eben durchaus passieren kann. Wir hoffen, dass es nicht passiert. Wenn es so käme, wäre es natürlich definitiv abwärts für die Börse und auch die Spekulation dahin, wenn sich das Ganze verschärft, ist es definitiv etwas, was eher auf der Abwärtsseite stehen sollte, als dort auf der Aufwärtsseite. Aber das ist etwas, was jetzt erstmal noch so ein bisschen, ja, hoffentlich wirklich weite Zukunftsmusik ist, aber wie gesagt, wenn es da mehr und mehr auch in den Headlines drinsteht, ist es auch etwas, was dann eben auch vielleicht für die nächsten Tage mal zu so konsolidierenden Bewegungen führen kann. Wir wollen uns die Charts anschauen. Viel mehr gab es jetzt von meiner Seite gar nicht erstmal zu finden. Der US-Markt drückt dann natürlich jetzt nach unten, allerdings gestern auch schon. Wir hatten dann nochmals erneut neue All-Time-Highs ausgebaut. In etwa, so wenn ich das hier so sehe, 5050 im S&P 500. Aktuell sind wir dann eben im Tief schon wieder 100 Punkte mal abgesackt. Unter anderem natürlich jetzt auch ein wenig beschleunigt durch die Tendenz der CPIs auf der Abwärtsseite. Und ich würde jetzt auch mal ganz vorsichtig, wenn ich mir das Ganze anschaue, durchaus auch mal schauen wollen. Und wir hatten das am Wochenende ja schon besprochen, allerdings nicht für die US-Märkte. Für die US-Märkte war ja erstmal mein Gedanke, dass wir uns durchaus mit der Abwärtsseite etwas vorsichtig verhalten, natürlich mit dem Blick heute auf 14.30 Uhr, also gestern, aber da sehen wir ja, da ist es ja dann auch schon mal ein Stück weit zumindest wieder zurückgekommen, aber noch verhalten. Heute drückt der Markt nach unten. Was die Situation natürlich als solches verändert für die US-Märkte, dass es mir natürlich jetzt auch hier erlauben würde, die Short-Seite zu handeln, um dann eben zum Beispiel in den Bereich 5.000, weil dort in der Vergangenheit auch schon so knapp drunter A mal Bereiche von uns lagen. Und entsprechend dann, Moment, ich kann mein Zeichentool mal aufmachen, das funktioniert auch auf dem Bildschirm hier, dass wir jetzt quasi so ein Zurücklaufen, unter anderem auch natürlich auf Basis dessen, dass das ja eine psychologisch wichtige Marke ist, so um die 5000 rum. Und weil wir da eben auch vorher in diesem Bereich auch schon mal so eine Schiebezone hatten, auch schon mal einen Bereich, den wir für uns hier ja, als wichtig anerkannt hatten oder erkannt hatten. Von daher ist das natürlich auch ein Bereich, wenn wir dort zurücklaufen, als Beispiel, wäre es etwas, wahrscheinlich am heutigen Tag fast nicht mehr, aber 17.30 Uhr ist natürlich für den europäischen Markt mehr oder weniger Ende. Der US-Markt läuft natürlich jetzt noch ein Stück weit. Also kann das schon durchaus passieren, dass er vielleicht doch ein bisschen mehr Luft nochmal nach oben holt und uns dann eben vielleicht Möglichkeiten auf der Abwärtsseite bietet. Aber für den morgigen Tag wäre das schon mal etwas, zumindest eine Idee, wenn man sie jetzt schon irgendwie aufbaut, wäre es dann eben das Ganze als solches sich anzuschauen. Wenn wir uns das Ganze im DAX mal anschauen, denn dort hatte ich mir ja erlaubt, die Aufwärts- und auch die Abwärtsseite zu handeln. Aufgrund dessen, dass der eben eher seitwärts tendierend ist in den letzten Tagen, eben wenn es nach unten ging, immer mal so ein bisschen mehr eben auch Luft holte und vor allem eben nicht in dieser, ja, sauberen Tendenz auf der Aufwärtsseite lief, sondern eben eher seitwärts tendierend hieß, im oberen Bereich durchaus mal überlegen zu shorten und vor allem dann eben aber auch jetzt im unteren Bereich mal zu gucken. Und da ist er ja auch wieder in einen Bereich hineingelaufen, welcher jetzt für uns auf der Unterseite schon mal wichtig war, so der Bereich um die Marke 850, erholt sich jetzt von dort, zwar jetzt noch nicht so extrem viel,
aber kommt gerade so ein Stück weit nach oben. Und hier wäre es dann jetzt ähnlich zu sehen im DAX. Jetzt muss ich nochmal selbst kurz draufschauen. Ebenfalls ne, wie der S&P 500, wenn er ein Stück weit nach oben kommt und für den morgigen Tag dann vielleicht auch so der Bereich um die Marke 940, 950, das könnte so etwas sein, was dann eben auch für Tendenzen auf der Abwärtsseite steht. Und ich könnte es mir auch hier vorstellen, ähnlich wie dann eben auch in den US-Märkten, dass wir durchaus die aktuell ausgebauten Tiefs dann auch durchaus nochmal rausholen können. Ne? Idealerweise also morgen vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen hinauflaufen hier in diese Zone hinein, um dann vielleicht nochmal hier in den nächsten Bereich reinzukommen. Und das ist dann ja auch erstmal der Bereich, der so ein bisschen richtungsentscheidend wird. Danach könnte es schneller werden. Am Wochenende ja alles schon so ein bisschen ausgewertet. Noch sind wir in dem Bereich, wo es übergeordnet long ist, auch wenn wir die CPIs als solche jetzt eben eigentlich schlecht für die Aktienmärkte bekamen. Also von daher wäre das ein Gedanke, der dort im Raum steht, aber dann eben auch aus der Zone, wenn es da jetzt nicht weiterhin Punkte gibt, die jetzt irgendwie stark für abwärts sprechen, könnte ich es mir vorstellen. Zum einen, mal gucken, morgen natürlich schon mal ne, dieser Tiefbereich von heute, den kann man sich schon mal ganz vorsichtig anschauen, aber interessanter wird es eigentlich meines Erachtens nach, wenn wir ein Stück weit tiefer laufen. Ich kann das gleich nochmal messen, aber es müsste so 780, 770 so um dieser Bereich hinein sein, dass wir hier vielleicht sogar nochmal einen erholenden Gedanken bekommen. Gerade wenn das hier nicht passiert, also wenn der heute oder morgen gar nicht so weit nach oben Luft holt, sondern schon schneller nach unten rutscht, dann ist solch eine Möglichkeit, die sich dann vielleicht so 80 oder 100 Punkte mal auch in Richtung Norden wieder zeigt, aus meiner Sicht durchaus denkbar. Denn es ist etwas, was er als solches auch in den letzten Tagen, Wochen, Monaten auch immer mal auf der Aufwärtsseite gezeigt hat, auch wenn die Tendenz immer dann eben mehr auf der Abwärtsseite war. Also sowas könnte ich mir vorstellen, heißt DAX nach wie vor, zu den Gedanken vom Wochenende, Long und Short möglich. Allerdings jetzt durch die CPIs ein bisschen vorsichtiger auf der Long-Seite erstmal, wenn der natürlich diesen Bereich nach unten durchschießt, also die 770, dann sollte man meines Erachtens nach zumindest erstmal ganz vorsichtig werden. Ich mache hier mal ein blaues Kreuz, ganz vorsichtig werden mit der Long-Seite, weil dann kann es hier, ne, also hier dann erstmal nicht mehr Long, ja, in dem Bereich, weil eben auch in der Vergangenheit dann hier wirklich schnelle Bewegungen teilweise stattgefunden haben, dann aus diesem Bereich heraus, teilweise sogar dann tiefer laufend, ja, und auch auf der Aufwärtsseite. Und dann haben wir wirklich so die nächsten Bremspunkte. Ich meine, wir haben sie ja immer noch eingezeichnet. Das ist dann der Bereich 700 in etwa hier in der JFD-Indikation. Und der nächste Bereich liegt ganz knapp oberhalb der 600. Und das ist dann natürlich aus der 800 dann mal schnell 100 oder 200 Punkte, die dann auch schnell laufen können. Gerade mit diesen Daten von heute kann das eben durchaus passieren. Und so ein bisschen Luft holen wäre auch nicht verkehrt für die Aktienmärkte. Würde natürlich dann auch bedeuten, dass wahrscheinlich der US-Markt ein Stück weiter nach unten läuft. Also da wäre ich natürlich dann jetzt auch ein bisschen vorsichtiger mit der Long-Seite und die Short-Seite kommt, wie gesagt, auch dort wiederum ein wenig mit ins Kalkül. Wir gehen mal auf den Euro-US-Dollar, der ebenfalls jetzt nach unten pushte. Quasi, jetzt muss ich mal kurz schauen, Dezember-Tiefs hat er rausgeholt. Der Bereich wird jetzt auch wichtig. Also hier muss man mal schauen, dadurch, dass wir, und da kommen wir gleich nochmal zu einem nächsten Punkt, muss ich mal kurz gucken, dass ich mir auch ein Viereck hier zeichne. Also schaut mal, wir hatten diesen Bereich ja jetzt dann hier, das war Anfang Dezember, ja, da sind wir in diesem Bereich schon mal zum Erliegen gekommen für eine ganze lange Zeit. Dann sind wir hier quasi letzte Woche eben auch so ein bisschen zum Erliegen gekommen, kurz davor. Jetzt laufen wir da runter und er läuft erstmal nicht extrem weiter. Man darf auch nicht vergessen, der Dollar ist relativ stark, hat natürlich auch so einiges wahrscheinlich schon so ein bisschen zumindest vorweggenommen, dass die CPIs vielleicht doch nicht ganz so nach unten kommen, wie das jetzt eben der Markt oder die Vorhersagen waren. Also ich denke, da ist schon so einiges mit eingepreist. Ich wäre jetzt mal vorsichtig, würde jetzt nicht davon ausgehen, dass der Dollar jetzt so noch so extrem weiter stark wird. Aber was jetzt hier wichtig ist und interessant ist, und der Alarm hier, den habe ich jetzt nicht reingelegt, sondern liegt da schon ein ganzes Weilchen drin, um die Marke 0660 in etwa. Denn das ist eine Zone hier unten, die zum einen noch nicht abgearbeitet wurde. Das ist dieses kleine Feld hier. Ja, das war, was war das, im November irgendwann mal letzten Jahres. Das ist ein Bereich, der durchaus den Markt bremsen kann und vor allem eben diese Zone hier unten durchaus magnetisch wirkt. Und von daher, bis dahin kann es schon durchaus erstmal noch gehen. Also wenn wir jetzt quasi unterhalb, ja, eigentlich dessen, wo wir jetzt in etwa gerade stehen, bleiben, wäre natürlich die Möglichkeit da, sich vielleicht noch einen kleinen Short zu suchen, um vielleicht auch mal diesen Bereich als Möglichkeit hier, als einen möglichen nächsten Zielbereich anzusehen. Sollten wir uns allerdings jetzt darüber bewegen, das kann natürlich auch schon heute passieren oder morgen, und eben quasi diese Liquidität, die der Markt jetzt hier unten genommen hat, ja, unter diesen Tiefs hier drunter, ja, und eben jetzt auch dann eben diese Liquidität, die hier noch drunter lag,
und eben diese nicht weiter zum Verkauf nutzt, sondern der Markt jetzt anfängt, sich wieder zu stabilisieren und nach oben kommt, dann wären schon Möglichkeiten hier in Richtung Norden gegeben, zumindest erstmal wieder zurück in diese Ausgangslage. Entschuldigt bitte, ein bisschen blöd ist es gezeigt. Ich habe keine Maus, doch, ich habe eine bei, aber ich habe sie nicht angeschlossen. Von daher muss ich mit diesem Touchpad jetzt hier arbeiten. Also das zumindest erstmal dann auch wieder der Bereich um die Marke 0,87, 0,97 erstmal angelaufen werden kann. Da muss man da natürlich wieder sehen, dann ist das natürlich wieder eine Zone, wo es dann wieder in Richtung Süden gehen kann. Schauen wir, wie er sich denn da weiterentwickelt und vor allem vielleicht dann eben, was ist dann schon morgen, wie gesagt, nicht so viele Wirtschaftskennzahlen, aber Donnerstag und Freitag kommen dann schon nochmal auch Zahlen, die nicht ganz so unwichtig auch für den Dollar sind. Und von daher wäre da natürlich dann eben auch der Punkt, okay, wie kommen die Zahlen raus? Ist das jetzt vielleicht eine große Wendesituation hier? Ja, und dann kommen wir dann nun endlich dann mal in die Richtung, die wir auch übergeordnet uns immer wieder angeschaut haben, dass dann doch irgendwann mal der Dollar wieder anfängt, so ein bisschen zu schwächeln, der Euro gegen den Dollar entsprechend ein bisschen stärker wird und vielleicht übergeordnet entsprechend jetzt hier das Ganze in Richtung Long geht. Und da sind wir jetzt noch nicht natürlich durch die Zahlen. Anders wäre es gewesen, wenn die Zahlen jetzt wirklich nach unten gekommen wären, 2,9 oder vielleicht sogar 2,8, 2,7, dann wäre es natürlich etwas anderes. Dann wäre zum einen wahrscheinlich der Bruch nach unten nicht gekommen, sondern eben schon mal der Schwung nach oben, um dann eben jetzt auch vielleicht schon direkt anders zu ticken. Von daher, ja, so ist es erstmal. Jetzt könnten wir auch hier noch weiter nach unten rutschen. PPIs wären hier noch am wichtigsten. Core Retail ist jetzt klar auch nicht uninteressant. PPIs am Freitag, also die Produzentenpreise. In Summe kann das Ganze dann jetzt schon dazu führen, dass wir vielleicht den Schwung nach unten bekommen und dass wir dann nächste Woche vielleicht auch mal vorsichtig wieder über so einen Long diskutieren können. Aber gut, bis dahin passiert natürlich noch so einiges. Ich bin ein paar Häfen weiter, beziehungsweise wieder im Büro. Und der Euro ist dann entsprechend natürlich, oder der Euro-US-Dollar ist natürlich dann auch entsprechend schon wieder ein Stück weit weiter gelaufen. Also so ein kleines Update jetzt zu den CPIs. Alles nicht ganz so rosig bezüglich der Inflation. So ein paar Gedanken, wie es jetzt weitergehen kann, habt ihr. Von meiner Seite passiert natürlich jetzt hier in dieser Woche nicht ganz so viel, aber ich habe das mal getestet. Ihr seht es ja jetzt auch, ich habe jetzt meine Handelsplattform offen, die Kurse tickern, also das funktioniert. Ja, Elon Musk hat saubere Arbeit geleistet mit Starlink und das funktioniert sogar weit draußen auf dem Ozean. Ich habe es dort auch getestet, also wo dann wirklich weit und breit kein Land ist. Jetzt haben wir hier natürlich direkt sind wir in einem Hafen drin. Aber das funktioniert ganz gut. Also wer da mal einen Plan, vielleicht eine längere Kreuzfahrt mit AIDA zu machen oder generell mit einem Kreuzfahrtschiff, besorgt euch Starlink. Das funktioniert ganz gut. Ist nicht billig, aber funktioniert. Gut, ich wünsche euch erstmal einen wunderbaren Resthandelstag. Wir hören uns dann, ja, wahrscheinlich Donnerstag werde ich mich nochmal melden. Dann werde ich mal das morgen rauslöschen dort lassen, noch früh. Und dann auch am Donnerstag. Und dann werde ich mich wahrscheinlich wieder, ja, um die Mittagszeit oder Nachmittag irgendwo melden, wenn dann eben zumindest die Core Retail Sales raus sind. Und dann sprechen wir uns da nochmal. Bis dahin, euch nur das Beste. Euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao. Tschüss. JFT, just fair and direct.